Hallo. Tut mir leid für die unfreundliche Behandlung, Fremder. Natürlich. Die normalerweise nur Asen in dieser Gegend. Keine freundlichen Gesichter. Das ist ein freundliches Gesicht, oder? Er heißt Klar. Kratos und nein, die Asen sind in Vanaheim. Wir sind besetzt seit... zu lange. Wie lautet der Plan? Ich arbeite noch dran. Bruder, ich könnte hier von Nutzen sein. Wenn mein Rat erwünscht ist. Ich nehme, was ich kriege. Ohne mich wird eure Mission deutlich ruhiger ablaufen. Holt mich ab, wenn ihr fertig seid. Echt? Ohne Mimir und deine Sprüche? Aber ich will nicht. Hey, Kratos. Solange du für meine Schwester arbeitest, pass auf, dass du keinen Mist baust. Vergebung ist nicht so ihrs. Dafür ist es leider etwas zu spät. Okay, cool. Kodex, Wissen. Freunde Freya hatten wir doch schon, ne? Was mit Frir? So, wir haben Frir, Freyas Bruder, in Vanaheim getroffen. Er ist ein ungewöhnlicher Gott. Schalkhaft, nicht so eindrucksvoll wie seine Schwester. Doch seine Verbündeten scheinen loyal zu sein. Und zu ihnen zählen einige, von denen ich keine Zusammenarbeit erwartet hätte. Er ähnelt keinem großen Anführer, den ich kenne, und deren Stärke besitzt er ebenfalls nicht. Warum gelingt es ihm so gut, einstige Feinde zu vereinen? Und wird es mit Freya funktionieren? Wir werden es herausfinden. Also gut, dann kommen wir mal zur Sache. Erzähl mir von eurer Armee. Sie steht vor dir. Was? Ihr fünf gegen Odins Armee? Naja, sechs, wenn man den Hund mitzählt. Ach, Scheiße. Yep. Weißt du, wie viele es sind? Oh, Streitkräfte, Bewegung, Außenposten. Wir haben gute Informationen, nur zu wenig Hilfe. Verstehe. Na, dann werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Ja, dann machen wir das doch. Darf ich vielleicht auch? Okay. Ja, schöne Karte. Ja, toll. Keiner will mit mir reden. Ich gehe ja schon. So, hier kann man auch nicht durch. Da sollen wir also entlang. Bevor wir das machen, würde ich doch gerne schauen. Habt ihr noch irgendwas zu sagen hier? Nein? Okay, cool. Was finde ich jetzt hier? Weil das ist ja jetzt hier nicht der Normalo-Weg. Das ist ja hier... Wahrscheinlich, ich finde ein paar Kistenweg. Hoffe ich sehr. Ah, hier kann man nicht weiter. Uns fehlt, ich habe keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wie ich diesen Dampf wegbekomme. Und hier, komme ich hier weiter? Das sieht danach aus. Ich sehe schon. Okay, Keine Chance, hier komme ich nirgendwo vorbei. Alles klar. Schade eigentlich. Kann ich von hier irgendwas sehen? Ich würde gerne diese Kiste haben. Sehr, sehr gerne sogar. Aber ist nicht drin. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir wiederkommen. Wir müssen eh wiederkommen. Ja. Weil hier sind noch einige Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Und ich denke mal, dass wir nicht das letzte Mal den guten Freer gesehen haben und gesprochen haben, vor allen Dingen. Freer wartet schon sehnsüchtig nach uns. Das heißt, wir laufen jetzt mit Freer rum. Einfach nur mit ihr. Brock bleibt ja auch hier beim Shop. Da es jetzt keine Ablenkungen mehr gibt. Ich habe Rat, falls du ihn hören willst. Dann sprich. Diese Wut, die du auf deinen Bruder hast, die kenne ich. Du hast einen Bruder? Sein Name war Deimos. Als wir jung waren, entführten ihn zwei Götter wegen einer Prophezeiung. Die Götter meiner Heimat hinterließen kaum Überlebende. Und als ich erfuhr, dass er noch lebte, war es für eine Wiedergutmachung zu spät. Sein Zorn brachte ihn gegen mich auf. Aber ich habe nie aufgehört, meinen Bruder zu lieben. Du findest meine Wut irrational. Du kennst Freyr erst so kurz und stellst dich schon auf seine Seite? Ich stelle mich nicht ab. Ja. Du äußerst dich nur zu einem Thema, von dem du keine Ahnung hast. Entschuldigung. Aber ich habe immerhin eine Meinung, ja? Und das ist... Auch das ist was wert. Moment, ich muss mal gerade schauen, ob ich mein Mikro
richtig eingestellt habe. Ich glaube nämlich nicht. Moment, Moment, gleich. So, ich glaube jetzt besser. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt besser oder schlechter hört oder ob sich überhaupt irgendwas geändert hat. Auf jeden Fall höre ich mich jetzt besser. Und das ist natürlich auch wichtig, Freunde. So, Freya, wo bist du jetzt hingeflogen? So, was ist denn hier? Warum kriege ich das hier nicht hin, Mann? Verdammte Kacke. So, was ist denn? Wow, ist das... Oh, das... Es ist einfach schön hier. Es ist einfach schön. Freya, kommst du? Wo soll ich denn jetzt lang? Hier? Das ist der normale Weg, wenn ich mal oben auf den Kompass schaue. Ich guck mal, was es hier gibt. Was haben wir denn hier? Mmh, eine Kiste, eine wunderschöne. Hallo? So. Der gute Deimos. Ich erinnere mich. Auch den Teil habe ich gespielt. Es ist sehr, sehr lange her schon. Sehr lange her. Wow, was ist denn? Was ist das denn? Das sehe ich ja jetzt erst. What the fuck? Das ist so ein riesen Ring. Ich sehe dich. So. Ich musste mich kurz konzentrieren. Und wenn ich mich konzentriere, dann rede ich nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? So. Weiter geht's. Freya wartet auch hier, aber sie redet nicht viel. Rede mit mir, Freya. Rede mit mir. Was? Da muss ich lang? Ja, dann gucke ich hier mal. Immer die entgegengesetzte Richtung. Jetzt weiß ich, was passiert, wenn uns dieser Scheiß erwischt. Wir kriegen Schaden, natürlich. Was auch sonst. Da vergesse ich eine Sekunde, dass es diese komischen Pflanzen gibt. Und dann sowas. Ey, es ist ein Traum. Ey, es ist ein Traum. Das sieht aus wie ein Geheimgang hier. Ich weiß nicht wieso, aber dieser Stein sieht aus wie ein Geheimgang. Ist das einer? Liebes Spiel, ist das ein Geheimgang? Oder nicht so? Hier hängt auch nichts von der Decke runter. Ja, wobei doch, hier. Da hängt nichts. Nein, nur so ein Riesenkrug. Okay, wir gehen zurück. Zerbrochene Rune, die nehmen wir natürlich mit. Nein, hau ab. Tschüss. Alles sehr schön bunt hier. Oh, Moment. Was war das hier? Kann man hier runter? Nein. Nein, das kann man nicht. Einmal hier durch. So ungewohnt. Ohne irgendeine Begleitung. Okay, ich meine, wir haben Freya, aber sie ist halt eine Eule. Ich weiß nicht, ob sie mit mir kämpfen kann. Was ist das für ein Geräusch? Ein Vergessener. Ja, 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 ich kenne die Dinger noch. Aus dem ersten Teil. Okay, komm her. Den haben wir sauer gemacht. Öffne deine Brust für mich. Nimm, was er fallen gelassen hat. Gerne. Gerne, gerne. Wo ist es? Habt ihr überhaupt was fallen gelassen? Der hat doch gar nichts fallen gelassen. Komm her. Yes. Ja, ja, ja. Wald vergessen. Ich kriege in den Bauch. Okay, da kommen schon ein paar andere Kollegen, die mal in die Gurgel wollen. Leck mich doch. Alter, der trifft mich auch noch. Hau ab. Bringt das überhaupt irgendwas, wenn ich ihn angreife? Nee, ne? Scheiße, wo sind die anderen? Komm her. Ja, das brauche ich. Oh mein Gott. Na komm. Öffne dein Herz. Ja.
Treffe ich den überhaupt? Ach so, ich muss den Scheiß hier werfen, natürlich. Ja. Wo ist das? Ach. Ich hab verpasst, dass er das geworfen hat. Also, fallen gelassen hat. Oh, ich Idiot. Ich bin ein Idiot. Ja, das bin wohl ich. Okay, jetzt mache ich alles besser. Ja. Weil schlechter geht nicht. Komm her. Yes. Mach ich. Du hast ja recht, Freya. Das war er. Nein, verdammt. Komm her. Großer. So. Jetzt läuft's besser. Da hat er wieder was fallen gelassen. Schnapp ich mir. Und werf auf ihn. Hat er noch was fallen gelassen? Ja, komm her. Direkt auf. Der ist tot. Geil. Komm her. Ciao. Du hast schon gegen sie gekämpft, oder? Ohoho. Typisch. Natürlich. Was dachtest du denn? So, ich nehme erstmal alles mit. Die Dinger brauche ich auf jeden Fall. Grüne Orbs. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, weil ich bin kurz vorm Abkacken. So, was hast du für uns? Ich hoffe, irgendwas Gutes, irgendwas, was ich gebrauchen kann. Der braucht eine Rune. Schön, schön. Verbundleder, alles klasse. Ja, okay. War jetzt nichts Cooles dabei. Aber wobei! Waffenverbesserung für die Chaosflamme. Ja, geil. Love it. I love it very much. Hier haben wir noch so einen grünen Orb. Auch den schnapp ich mir. Wo müssen wir lang? Müssen wir jetzt hier rein? Tatsächlich, wir müssen hier rein. Kann ich hier irgendwas machen? Wohl nicht. Von hier kommt man zurück. Okay. Was gibt's denn hier in diesem Häuschen für uns? Hallo? Ich weiß, was du tust. Du spielst mit meinem Mitgefühl in der Hoffnung, dass ich dich am Leben lasse. Ich will doch nur helfen. Die Fehler der Vergangenheit müssen nicht wiederholt werden. Ich muss nichts über deine Fehler hören. Ich habe selbst genug gemacht. Danke. Hier lernt man den Kratos aber auch von einer ganz anderen Perspektive kennen irgendwie. Der ist so viel ruhiger, so viel bedachter. Ja, und vor allem friedlicher. Wenn ich mal an die ersten Teile denke von damals, aus den 90ern, waren das die 90er? Na, wahrscheinlich nicht, weil wahrscheinlich etwas später, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Alter, was für ein Bad Boy er war. Was für ein Bösewicht eigentlich er war. Der hat echt alles zerstört. Alles, er hat jeden umgebracht. Sogar die es noch nicht mal verdient haben. Ich komme hier nicht rüber. Warum ist das so? Ist das so gewollt? Wahrscheinlich, oder? Ist das so gewollt? Ich will nicht weiter, ich will hier irgendwo. Okay. Wahrscheinlich ist das gewollt. Geh mal halt hier runter. Kämpf gegen eine riesige Bestie. Oh. So, komm mal her. So, guck mal her. Bam! Oh Gott, diese Wappen, ne? Hör mal. Irgendeinen Auftrag haben wir abgeschlossen, alles klar. Hör mal. Nice.
Läuft doch sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Bisschen Fetzen haben wir bekommen. Ein bisschen grün hier, ein bisschen grün da. Nehme ich alles mit. So, was bist du denn? Oh. Oh, das ist aber nett. Warum weiß ich sowas nicht? Spiel, erklär mir mehr. Ich muss mehr Erklärung bekommen. So, aber was ist... Kann ich irgendwas hier... Oh, den hier. Nein. Kann ich hiermit irgendwas machen vielleicht? Prallt alles ab. Keine Chance. Freya sagt aber auch nicht... Die fehlt wohl die nötige Magie. Irgendwas wird uns fehlen, sonst würden wir das wahrscheinlich schon längst... Keine Ahnung, was man damit macht. Zerstört man das oder... Auf jeden Fall könnten wir so hoch und uns die Kiste da hinten schnappen. Das wäre doch mal was. Aber auch hier muss ich sagen, wir kommen wieder. Natürlich. Hier kann man immer noch nicht durch. Gut. Den brauchen wir nicht. Wir gehen weiter. Alle wollen mir unbedingt Ratschläge geben. Ja, klar. Als ob ihr mich oder meine Bedürfnisse kennen würdet. Och, Freya. Ihr seid schuld am größten Verlust meines Lebens, mich zu retten, obwohl ich es gar nicht wollte. Tja, es war meine Familie, mein Chaos. Ich weiß, Baldr war nicht perfekt, aber er gehörte zu mir. Nicht perfekt, er wollte dich töten. Du weißt es. Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, ein Kind zu verlieren? Ja, habe ich. Du hattest noch eins? Oh ja. Vor Atreus? Oh ja. Ihr Name war Calliope. Calliope. Was ist passiert? Das ist so lange her. Das ist nicht schön. Keine schöne Geschichte. Oh mein Gott. Keine schöne Geschichte. Zwergenstahl. Nice. Ein bisschen Zwergenstahl kann ich gut gebrauchen. War hier noch irgendwas? Was eigentlich mit euch? Nix. Unzerstörbare Blumen hier in Bannerheim. Calliope. Oh mein Gott. Erster Teil. God of War. Wer ihn gespielt hat, weiß, was passiert ist. Vielleicht erzählt er es der guten Freya ja noch. Vielleicht. Mein Freund, wie geht's dir? Hier haben wir so viele davon. Warum? Das Spiel will mich mobben. Hey, guck mal hier. Du kannst das hier noch nicht nutzen. Dir fehlt die nötige Magie. Das ist ja wohl ein Hohn. Runter mit dir. Verdammt. Oh mein Gott. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich bin schuld. So. Immerhin kann ich mir die Vase jetzt krallen. Nachdem ich das Ding zerstört habe. Hier ist noch so ein Ding. Ja, alles klar. Kann ich auch nicht benutzen. Nix kann ich hier benutzen. Gar nichts. Ich bin zu nichts nütze. Bergenstahl, danke. Kann ich hier irgendwie hoch? Ja, könnte ich wahrscheinlich mit dem Ding hier. Aber momentan nicht. Die Pflanzen hier, die halten einiges aus, muss ich sagen. Alright. So, was ist das hier? Was ist das für Geräusche? Das gefällt mir nicht. Was zum Henker? Bin wohl. Oh, oh, oh. Guck mal hier. Ja, yeah, das. Oh mein Gott, war das ein krasser Finisher. Das war ein sehr, sehr krasser Finisher. Kratos, ich bin stolz auf dich. Nein, 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 beruhig dich. Ja. So, guck mal hier. Guck mal, was ich machen kann. Bam! Hab ich gelernt. Vor ungefähr 2 Minuten. Tschüss! Alles klar, vergiss es. Alles auf dich, Mädel. Tschüss. Da flog ein Bein, glaube ich. Nein, nein, nein. Einherjahr Bogenschütze. Who the fuck is that?
sind furchtbare Kreaturen. Okay. Und sie verteidigen ihr Revier. Was ist zum Hinker? Was ist für eine krasse Bestie, Mann? Oh, das Ding brennt. Sag mal, kann ich nichts abwehren hier? Mist. Ich brauche unbedingt schwere Runenangriffe. Oh, komm her. Ich will dich einmal abblocken. Das wäre ganz nett. Ja, mach doch mal hier einen normalen Angriff, Mann. Oh mein Gott, ja, der hat gesessen. Schön, schön, schön. Erinnert mich so ein bisschen an, es gab doch mal bei, ich weiß nicht welches God of War es war, 2 oder 3? Gegner mit Löwengesicht, Schlangenschwanz und ich glaube es waren Widder oder irgendein, ich habe keine Ahnung, Hirsch? Als Geweih? Oh mein Gott, komm her. Oh ja. Flammengradungr. Das bevorzugte Reittier von Odins Einherjar. Man kann sie mit einem griechischen Löwen vergleichen. Kombiniert mit den Hörnern einer Ziege, dem Geweih eines Hirsches und der unnatürlichen Fähigkeit, das Laubwerk um sich herum zu verbrennen. Ich glaube, es ist danach sogar empfunden. Es war eine Ziege tatsächlich, ja. Hörner einer Ziege, Geweih eines Hirsches und halt ein Löwe, ein Löwengesicht. Es ist, ich glaube, es ist es tatsächlich. Nicht Bestie, sondern Asen, ja. Ein Herr, ja, Bogenschütze. Aber wir haben hier eine Verbesserung gehabt, ne? Unhold. Du Unhold. So, was hast du für mich? Ja, passt. Nehme ich. Selbstverständlich nehme ich das. Okay. Wenn man mit unseren Chaos-Klingen ein bisschen Unruhe stiften. Ich nutze die Axt viel zu gern. Viel zu sehr. Ist natürlich eine geile Waffe, ne? Also es ist zu diesem Wachturm. Ja. Der Weg führt durch dieses Tal. Das ist der hier. Wachturm. Okay. Durch dieses Tal. Darf ich mir erst diesen Gegenstand hier krallen? Ist das okay? Ich nutze viel zu sehr die Axt, obwohl die ist halt echt geil, aber Freunde, wir haben die Chaosklingen. Wollte ich nur mal sagen. So, dann lass uns mal durch das Tal, in dem wir hochklettern. Ich kenne die Geschichte deines Sohnes. Du sollst die meiner Tochter kennen. Jetzt erzählt er sie. Okay. Ein grausamer Gott täuschte mich und ließ mich ein Dorf auslöschen. Ich wusste erst, dass meine Frau und meine Tochter dort waren, als ihr Blut an meinen Händen klebte. Ich schwor Rache. Es ist unvorstellbar. Ich rächte sie 1000 Mal und legte den Olymp in Schutt und Asche. Oh ja, das hast du. Doch, die Schuld blieb. Vielleicht wirst du mich töten, Freya. Aber es wird dir keinen Frieden bringen. Wird es nicht. Vielleicht will ich keinen Frieden. Wie, du willst keinen Frieden? Dann lass mich doch leben. So. Oh, schön hier. So oft, wie ich zu dir kam. Aha. Warum hast du nie gegen mich gekämpft? Es wäre immer eine Niederlage gewesen. Was soll das heißen? Ich wollte dir nie etwas antun, Freya. Du hast Atreus gerettet, als er krank war. Ich wollte nicht damit leben, dich zu töten. Genauso wenig, wie ich sterben wollte. Verstehe. Na, werden die wieder Freunde? Werden die wieder Freunde oder dreht Freya trotzdem ab? Und kann sie Kratos nicht vergeben, dass er Baldur zerfleischt hat? Okay. So. Eieieiei. Viel zu spät gesehen, den Kack. Alter, hier ist ja alles voller Gift. Wenn ich das zerstöre, ist das nicht so ein großflächiger Giftstrahl, oder? Wenn man das so nennen kann. Was denn? Nein?
Oh doch, jetzt höre ich's. What the fuck? Nika, und so nah am Dorf. Ihr Gesang macht ihre Verbündeten unverwundbar. Sie werden dich nicht durchlassen. Unverwundbar? Du musst sie vernichten. Okay, alles klar. Kann ich die irgendwie... Okay, alles klar. Die kleinen Viecher. So, Freunde, jetzt ist aber mal gut hier. Den Eintrag muss ich mir gleich mal durchlesen. That's it. Was war das für ein Vieh? Bestiarium? War eine Bestie, oder? Nein. Hasen auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich weiß es nur noch ungefähr. Verfluchter Niker? Ist es das? Ja, dieser reizende Vetter des einfachen Niker hat das Talent entwickelt, seine Verbündeten im Kampf besondere Gaben zu gewähren. Er verlässt sich auf die Stärke anderer und bleibt selbst in Sicherheit. Faszinierend, wie klug die kleinen Kerlchen geworden sind, seit sie erstmals aus ihrem Loch gekrochen kamen. Okay. Das heißt, wenn wir solche Viecher sehen, erst einmal die umbringen, denn sonst... Wir können die anderen nicht verwunden, wie es aussieht. Weiß ich Bescheid. So, dann her mit dem Kacksilber und mit dem hier. Haben wir gar nicht gebraucht. Egal. Mhm. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes in dieser Höhle? Oh, ja, da brauchen wir aber nicht. Und hier. Was bist du? Ein Bestienfetzen. Ich hoffe, wir können was damit anfangen. Ich sammle natürlich so viel wie möglich, damit wir auch die coolsten und neuesten Rüstungen hinbekommen. Ich erkenne es kaum. Freyr und ich spielten in den Feldern verstecken. Mhm. Wir verbrachten Tage damit, Honigbrot aus der großen Halle zu stehlen. Tage. Zur Erntezeit tanzten und schlemmten wir bis Sonnenaufgang. Es war ein leichtes Leben. Warum musste ich zurückkommen und an all das erinnert werden? Tut mir leid. Wolltest du nicht selber hier hin? So, wieso kann ich das Ding hier nicht bewegen? Wieso? Muss ich doch in die andere Richtung? Oh. Okay. Cool. Okay. Machen wir. Bist du Freund oder bist du Statue? Hier müssen wir lang. Ich gehe mal hier lang. Geht das nicht? Okay, das geht nicht. Moment. Ich probiere mal was aus. Kann ich jetzt hier rüber? Das geht. Aber du bist nur ein Stein. Hm. Du auch. Ja gut. Dann schnappe ich mir das Hacksilber. Und schau, ob wir hier noch irgendwas finden könnten. Schmönten. Sieht nicht danach aus. Was gibt's denn hier oben? Oh. Ein bisschen Kacksilber. Thank you very much. Hier können wir runter. Haben wir hier nichts mehr? Moment, ich gucke nochmal ganz kurz unten. Ich habe das Gefühl, ich habe hier was verpasst. Okay, da können wir noch nicht hoch. Ja, was ist denn? Was ist denn hier los? Du spinnst wohl. Hausarbeit. Danke, dass du dich während meiner Abwesenheit um mein Haus gekümmerst. Ich werde dir ein Andenken aus Midgard mitbringen. Vielleicht ein Eiszapfen. Spaß beiseite. Dies ist mein Tagesplan. Bitte befolge ihn so gut du kannst. Bei Sonnenaufgang aufstehen. Den Pflanzen zuflüstern. Was du sagst, ist egal. Aber sie bevorzugen Geheimnisse. Schweine füttern. Mische zunächst Beeren unter das Futter. Falls die Beeren verdorben sein sollten, findest du unter dem Bett einen Beerenbusch-Setzling, der schnell Früchte trägt.
wenn du einen Wachstumszauber auf ihn wirkst. Wasser am Fluss holen, Rinde von den Bäumen holen für Feuerholz. Entspannen. Das gefällt mir am besten. Das ist alles. Ich freue mich, dich bei meiner Rückkehr wiederzusehen. Ich glaube, du lebst nicht mehr, oder? Habe ich so das Gefühl. So leid es mir tut, aber hier macht keiner mehr irgendeine Hausarbeit. Das, die Zeiten sind vorüber. Okay. Wie komme ich denn da hin? Da drüben wahrscheinlich. Okay. Und da komme ich hin, indem ich hier runterrutsche. Große Halle. Eine Ruine. Das verlassene Dorf. Mhm. Neues Gebiet entdeckt. Wunderbar. Wunderschön. So verlassen ist es ja gar nicht. Hier sind ja schon noch der ein oder andere Bestien-Malocher. Was? Ja, ja, ich... Was? Ich komme sofort. Ich bin nur hier am Looten. Kann ich hier? Moment, das ist doch... Ach, wir sind wieder hier. Okay, ja gut, das ist jetzt natürlich unsinnig. Da ist noch was zum Lesen. Das schauen wir uns natürlich an. So, Freya möchte, dass wir hier durchgehen, oder was? Nee, geht's gar nicht weiter. Aber lesen. Ohne Mimir wird schwierig. Niemals wanken. Die andere Hälfte fehlt. Möge sie uns stets beschützen. Okay. Möge Freya niemals wanken. Gebet an Freya. Freya wurde innig von ihrem Volk verehrt. Sie scheinen dieses Dorf vor langer Zeit verlassen zu haben. Ob freiwillig oder unter Zwang ist unklar. Aber ich spüre, dass die Worte während ihrer Abwesenheit einen sauren Beigeschmack bekommen haben. Mhm. Ein altes Sprichwort sozusagen. Ja. Naja. Da bist du. Okay, ich soll also hier entlang. Moment, hier ist doch noch... Okay, ich muss das Seil erstmal spannen, ne? Sonst geht hier gar nichts. Sonst geht hier gar nichts und ich muss dafür da hoch. Aber die Kiste, die schnapp ich mir. Das nehme ich mal, ne? Huch. Bin ich gerade hier runtergerutscht mit meinem Fuß. Bronzestufe. Wegen Kisten aufmachen, oder was? Wahrscheinlich. Na gut, komm. Wir gehen mal hier rein. Mach dich bereit, sie zu erledigen. Jawohl, Ma'am. Drücken Sie R2 oder R1 am Ende eines Klippenschwungs. Ja, komm her. Bam! Nice. Oh, mein Freund. Tschüss. Okay, ganz ruhig, Freunde. Ey, mein Freund, guck mal. Oh, noch voll erwischt. Das war geil. Alter, diese Sprache. Ganz ruhig hier, ja? Sag mal. Oh mein Gott, komm her. Komm los her. Oh mein Gott, Alter, das ist ein krasser Move. Das hier ist auch ein krasser Move. Bam. Immer noch nicht vorbei. Alright, komm her. Wie du willst. Wie ihr wünscht. Guten Flug. Ist er tot? Ach, der ist noch nicht tot. Aber jetzt. Sag mal, du spinnst wohl. Was hast du denn hier? Oh.
Okay, beruhig dich, Kollege. Nice, nice, nice. Okay, muss ich wohl loslegen? Komm mal hier! Bam, bam, bam. Nice! Oh ja, den brauche ich unbedingt. Jetzt beruhig dich mal. Wo bist denn du? So weit komme ich gar nicht. Okay. Mit deiner Armbrust. Weißt du was? Hier, ich habe einen Stein für dich. Nicht genug, was Odin mir angetan hat. Mhm. Er hat jede Erinnerung, die ich an mein Zuhause habe, entweiht. Dieses Sei Schwein. Froh, dass du ein Zuhause hast und dass du dich gern erinnerst. In Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agoge. Mhm. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. Abends schlichen wir nach Hause, allein, gejagt von den Wölfen. So werden Spartaner gemacht. Hört sich nach einer schönen Kindheit an, muss ich sagen. Ja. Aber ich glaube, sonst wäre Kratos nicht das, was er eben ist. Eine Maschine. Eine Tötungsmaschine. So. Habe ich hier noch irgendetwas verpasst? Kann ich hier noch irgendwas mir schnappen? Kann ich hier noch runter vielleicht? Sieht jetzt eigentlich nicht danach aus. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind gut. Passt schon. So, einmal das Tor öffnen, bitte. Freya möchte schon durchfliegen. Was? Was war das? Hä? Was war das? Wow. Ich habe gerade überhaupt nicht losgelassen. Na ja, okay, okay. Das Spiel hat immer recht. Okay. Ja, ich glaube, den brauchen wir sehr dringend. Danke. Reicht das nicht? Das dürfte reichen. So, jetzt können wir da hoch. Und da würde ich tatsächlich gerne erst einmal hochgehen, bevor wir da in die andere Richtung laufen. Ich habe das Gefühl, hier gibt es noch ein paar Sekrete. Secrets. Was gibt's hier? Zwergenstahl und Kacksilber. Nehme ich gerne. So, die Dinger müssen alle kaputt gemacht werden. Die braucht keiner hier. Sonst gibt es hier tatsächlich nichts. Glaube ich. Oder ich habe alles verpasst. Ah, gut, ich kann hier noch ein bisschen zerballern, aber dafür kriegt man halt auch nicht wirklich viel. Gut. Nice. Okay. Was ist denn da los schon wieder? Diese Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die einst im Vorland von Ich erinnere mich. Okay. Selbes Prinzip, man muss einfach mit der Axt hier drauf. Wenn ich die jetzt ziehen würde, das wäre nicht so gut. Muss sie also drin lassen. Aber Moment. Dann mache ich doch erstmal den hier. Ja, genau den. Hä? Geht das schon wieder los? Alter. Danke. Mein Aiming ist... Unübertroffen. Es gibt niemanden, der es besser kann. So, einmal durchbrechen, bitte. Sonst haben wir hier nichts. Dann kann ich auch meine Axt wieder nehmen. Nein, kann ich nicht. Verdammt.
Ich dachte, der Kreis wäre kleiner. Sind, ist es kein Wunder, dass du so geworden bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende nahm. Ja, das weiß ich. Die Mäuren dieser Welt. Ganz genau. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Die Mäuren? Ja, die Mäuren haben wir schon vernichtet. Ich glaube, im zweiten Teil. Wir sind noch ein bisschen in der Zeit rumgereist, also wir kennen das schon. So, was haben wir denn hier Schönes jetzt? Da geht's weiter, geht's hier auch runter. Das sieht danach aus, ja. Dann machen wir das doch glatt. Hol mir die Kiste mit was auch immer da drin ist. Schmetter-Sternschild. Ein Schild getränkt mit einem strahlenden Licht tausend verglühender Sterne. Was? Tippen Sie L1 zweimal an, um Gegner mit einem Schildhieb zurückzudrängen. Bei voller Ladung ist der Hieb stärker. Mhm. Das ist ein neues Schild. Tatsächlich. Level 4. Tippen Sie L1 zweimal an, um einen Schildschlag mit hohem Betäubungsschaden. Das ist ja das, was wir bisher hatten, ne? Ein Schild, um mobil zu bleiben und aufzuladen. Halten Sie L1 gedrückt, um Ihren Schild aufzuladen. Beim Abwehren von Angriffen wird Ladung verbraucht. Führen Sie kurz vor einem gegnerischen Treffer einen Schildhieb aus, um den Angriff zu absorbieren und Ladung aufzubauen. Können wir mal ausprobieren, mal gucken, ob es was Gutes ist. Okay, cool. Ist einfach mal aufgeladen, finde ich gut. Mal gucken, was das so macht. Ja, die Axt nehme ich gleich wieder. Netter Fund. Nettes Schild. So. Einmal hier hoch. So, hier ist noch eine Kette, die wir ziehen können. Achso, das ist dieses Seil, das man jetzt spannen kann wahrscheinlich. Atreus gäbe der bei den Prophezeiungen recht. Stirbt blind in sein von Riesen geweissagtes Schicksal. Verschwindet für 2 Tage. Und sich als ihr Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Groa hatte diese verborgen. Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Gut gemacht, Groa. Und wir haben es entdeckt. Also auch gut gemacht, Kratos. So. Okay, das ist der Weg auf die andere Seite hier. Hier muss man doch irgendwie hoch können. Wenn ich mich nicht täuschen tue. Oder nicht? War da. Ach, da oben war das, glaube ich, ne? Mit der Kiste. Ich glaube schon. Das muss ja hier gewesen sein irgendwo. Da muss ich da irgendwie hochkommen. Atreus wird kein Spielball der Prophezeiung. Du stellst dich noch gegen das Schicksal? Selbst wenn es einen Sieg vorhersagt? Mein Sohn zieht nicht in den Krieg. Er ist kein Spartaner. Dabei soll es auch bleiben. Ja, okay. Er zieht nicht in den Krieg. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, er hat da was dagegen. So, hier kommen wir einfach nur zurück, aber ich will eigentlich woanders hin. Du sprichst davon, deinen Sohn zu beschützen. Ist meine Tragödie dir nicht leere genug? Wir sollten unsere Zeit mit ihnen verbringen, nicht damit, das Schicksal zu betonen. Man weiß nie, wann jemand einem plötzlich diese Zeit nimmt. Jetzt muss ich die ganze Zeit dran denken, dass diese Prophezeiung zeigt, dass Kratos stirbt. Ich mag das überhaupt nicht. Alter, diese Aussicht hier, ne? Wow! Einfach die Grafik von diesem Game ist einfach so phänomenal schön. Ich liebe es. Love it. Okay, wir sollen da hinten lang. Da
ist auch die gute Freya am Rumzappeln. Aber ich schau mir erstmal an. Ah, eine Kiste, alles klar. Was es hier so gibt. Und vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas hier geschenkt. Nein, nix. Gar nichts. Was bist du denn? Was ist das denn für ein Tier? Ist hier sonst nichts? Das sieht so special aus hier, oder? Dieser Ort? Gibt's ja echt nichts. Alter, ich will gar nicht wissen, wie viel ich hier verpasst habe in diesem Spiel. Nur weil ich denke, oh, hier gibt's ja gar nichts. Egal, wir... Naja, ich wollte gerade zu dir kommen, Mann, du Ungeduldige. Kann ich hier mit diesem Ding irgendwas machen? Kann ich? Kann ich das zerstören? Ja, das sieht jetzt nicht danach aus. Nicht wirklich. Okay, wir gehen weiter.